In meinem heutigen Video machen wir mal einen Sprung rückwärts in die 80er Jahre, als aus damaliger Sicht uns das Diesel, Benzin und Öl zwar gar nicht so günstig vorkam, aber aus heutiger Sicht, wenn man die Energiepreise von heute sieht, natürlich ein Schnäppchen war. Ich habe meine Tankwagen von BP hier auf die Schienen gestellt, das Ganze dann natürlich gezogen von der Diesellokomotive, wenn es hier schon um Diesel, Benzin und Öl geht und BP, weil das natürlich dann zu meiner kleinen Diesellok-Tankstelle hier passt, die ich in einem früheren Video schon mal vorgestellt habe. Und deswegen ein Sprung in die 80er Jahre, weil Faller damals in 1981 diese Öl- oder Pferdekopfpumpe in Spur H0 auf den Markt gebracht hat. Und hier habe ich dann ein Bild aus dem 1981er Katalog mal rausgezogen. Und im Text haben wir diese Ölförderpumpen wegen ihres Aussehens und wegen der nickenden Pumpbewegungen im Volksmund auch Pferdekopf- oder Rosskopfpumpen genannt, sind dort im Einsatz, wo kleine Ölvorkommen ausgebeutet werden. Oftmals musste dieses Öl in der Erde noch durch Dampf- oder Wasserdruck zur Bohrung gedrängt werden. Von Faller ist es dann die Nummer B165 Ölförderpumpe, Bausatz komplett jedoch ohne Antrieb mit Fallermotor 629. Oder die neuere Nummer ist die 180-629, kann die Pumpe vorbildgetreu in Bewegung gesetzt werden. Hier habe ich dann nochmal ein Bild von so einer Originalpumpe. Es gab da wohl zig kleinere Unterschiede bei verschiedenen Varianten dieser Pumpe, aber das System dieser Pferdekopfpumpen ist im Großen und Ganzen immer gleich. In den 80er Jahren ging dieser Bausatz komplett an mir vorbei. Da hatte ich auch so ein bisschen Modellbahnpause. Habe das vor ungefähr einem halben Jahr entdeckt und war da auch ganz angetan, weil es für mich praktisch wie eine Neuentdeckung war. Angeboten wurde dieser Bausatz dann ab 1981 bis mindestens 1985. Weiter konnte ich es leider nicht verfolgen, weil meine Kataloge nur bis 1985 gehen. Also ob die dann in 86 aufgehört haben oder noch 10 Jahre weitergebaut wurde, bin ich hier leider überfragt. War aber ganz angetan von dem Modell und habe mir das dann gebraucht besorgt mit schon zum Glück eingebautem Motor. Denn wenn man den Motor extra kaufen muss, dann ist das teilweise, finde ich, unverhältnismäßig teuer im Verhältnis zum Bausatz. Den Motor gibt es so ab 17 bis 25 Euro in dem Sinn zu kaufen. Und wenn der Bausatz nachher nur 20 Euro kostet, dann verdoppelt sich das halt mal gleich. In diesem Fall, denke ich mir, lohnt sich das bei dem Modell aber, denn wenn das ganze Teil hier in Bewegung ist, dann macht das schon was her. Was ich jetzt ein bisschen störend finde, ist auf der linken Seite diese kleine Wellblechhütte, die sozusagen von dem Motor komplett ausgefüllt wird, muss hier dann mit offener Tür stehen, weil die Welle auf der Rückseite des Motors einfach den Platz braucht, um aus der Tür zu schauen. Ich denke, das hätte man von der Form der Hütte ein bisschen besser lösen können. Da werde ich mir noch was einfallen lassen, dass man hier dann durch die offene Tür nicht immer den Motor sieht. Ich werde dann hingehen und versuchen, dieses ganze Modell noch ein bisschen zu altern. Da hatte ich jetzt noch leider keine Zeit dafür, sodass das Ganze nachher noch ein bisschen realistischeres Aussehen bekommt. Was mir jetzt noch fehlt, ist die Raffinerie bzw. hier die Verarbeitungsteile, die dann unser Rohöl sozusagen zu unserem Benzin und Diesel weiterverarbeiten. Da werde ich mal schauen. Die Pumpe kommt dann hier sowieso wieder von der Anlage runter, sozusagen vorbereitet, um dann später auf der größeren Anlage da irgendwo eingebaut zu werden. Für mich ist das ein richtig schönes Modell. Ich habe gesehen, es gibt es im Moment aber nicht mehr zu kaufen. Es wird wohl noch in Spur N angeboten, aber ich glaube, dann passt der Motor nicht mehr, weil bedingt durch den Maßstab das Gebäude dann wesentlich kleiner ist, wo dieser große Motor rein müsste. Und in H0 kann man es im Moment dann nur noch gebraucht erwerben. Wenn ihr zu dem Modell was Genaueres wisst, dann wäre es schön, wenn ihr es mir wieder in die Kommentare schreibt. Ich freue mich, dass ich hier erstmal wieder ein Funktionsmodell für die Modellbahn gefunden habe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis gleich.